Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme Plants vs. Zombies zusammen mit Markus. Hallo. Wir nehmen heute mal wieder das Gartenkommando auf und das Ganze komplett zufällig und ich würde sagen, ich fange gleich mal an hier meine Klasse zufällig auszuwählen. Ich bin eine Erbsenkanone und zwar eine Plasmaerbse. Was spielt denn der Herr? Powerblume. Powerblume? Ja. Das ist ja cool. Haben wir denn... Oh, wir haben wieder einen Bonusgarten am Raumschiff. Links. Wieder. Das Raumschiff ist doch schön. Weiß nicht, ob ein Raumschiff war. Ich denke, wenn auch ein Flugzeug gewesen sein. Oh, Diamant. Ja. Oh, da snackt das sich gleich mal das Beste. Ja. Sonnenblume. Essen, voll gemeckert. Ja, der ist gar nicht so schlecht, habe ich gesehen, weil der davor schießen kann. Das wusste ich nicht, dass der da ums Eck ballern kann. Tipp mal durch. So, genau. Bei der Fläche. Da geht's los mit den Zombies. They are coming. Oh, alles durch. Alter, kommt der jetzt her? Aber der hat nicht den Garten angegriffen, oder? Keine Ahnung, glaub ich schon. Nein, es war keine perfekte Runde. Schlecht. Spawnen die wieder alle am anderen Ende da hinten? Nein, ich bin vom Raumschiff gefallen. Oh, jetzt ist hier hinten ein Spawn. Ich kümmere mich um den Spawn Richtung Garten. Du bleibst bei den anderen Spawns. Oh, war's denn? Ich habe einmal Geld gefunden. Und ich habe einen Inchi gefunden, der mich gleich töten wird. Ja, ich habe auch einen Inchi gefunden. So ein Scheiß. Alter, ich bin echt fast tot. Alter, die Pisse haben die Bohne überlebt. Warum, Mann, hier werfe ich da eine Bohne? Alter, ich bin tot. Eiskalt, die Bohne überlebt. Ich seh dich nicht. Ich lieg unten im Graben. Links. Graben links. Jetzt seh ich dich. Oh. Oh, Alter, oh. Komm, jetzt, ja. Eins. Down. Mach selbst wieder Belebung. Mach die 2000. Kann ich jetzt nicht mehr. Ja, bei 2 Sekunden mache ich das immer. Ja, aber die Welle ist eh nur noch ein Zombie. Den wirst du doch jetzt noch tot kriegen, oder? Oh. Oh, den. Oder? 2 Zombies.
Ah, schon wieder so ein scheiß Inchi. Inchi sind scheiße. Vor allem im Team. Jetzt kommen hier nämlich 3, 4 Inchis auf einmal. Da vorne steht schon wieder ein Teleporter. Und schon hüpft er hoch, du Blöder. Ja, danke. Der Zombie-Spielautomat wird unseren Untergang wählen. Ich glaub's ja nicht. Ach, oh, komm. Oh, Mann, ey. Ey, das ist echt mies. Vor allem halt so 3 miese Sachen auf einmal. Wer malt? Da hinten ist... Der Vampir schon. Der ist quasi bei Garten auf dem Golfplatz. Über Inchis, no. Inchis sind scheiße. Ja, die sind überall nicht, sondern die töten mich auch noch gleich. Alter. Ja, natürlich, Inchis sind hardcore stark. Ich seh dich. Oh. Oh, 3 AP. Du bist schon lange tot, Digga. Ich hab dich gerade wiederbelebt. Warum? Bin wieder tot gleich. 11 AP, Alter. Oh. Komm schon, Sonnenblume am Garten. Heil mich. Yes. Oh, Vampir-Zombies. Da oben dreht ein Diskus, wo? Hier beim Garten, Alter. Yo, Rape City, bitte. Ja, 2 Zombie. Oh, der da ist eher so mein Problem. Der große Dicke da. Oh. Der ist irgendwo davor geworbt. Ist der hin? Ah, jetzt ist er wieder hier. Geil. Oh, oh, Laserstrahl. Irgendwas ist hier vorne noch. Ah ja, Disco-Stew. Der wird von irgendeinem Sniper-Pilz voll zerlegt. Ich glaube, unsere Sonnenblume braucht... Oh, ich habe Disco-Stew, glaube ich, gekillt. Jo. Grabstein. Ich bin Modus. Grabstein dort. Mr. Vampir Lord. Voll am Abgehen, der Typ, ey. Jetzt ist er hier vorne. Oh toll, jetzt hat er sich Happen von mir abgebissen. Nochmal. Der heilt sich an mir schon wieder hoch. Das darf man nicht. Hat er wieder fast halbes Leben. Markus. Achso, du bist gerade Dingsstrahl. Gut, dann geh ich hier hin zum Hirn. Ey, was ich dem Damage gib. Nein, du heißt dich jetzt nicht an mir hoch. Und weg. Ja, gut. Na endlich.
So, mal gucken, was jetzt kommt. Zombies. Wahrscheinlich. Gut, eine Standardwelle. Das sollte ja kein Problem werden, denke ich. Wo ist der jetzt verreckt? Ah, er hat selbst wieder Bewegung gemacht. Oh, die wird. Hast du ihn? Ja. Gut. Zumindest haben wir die anderen nicht. Das ist unser Geld! Und dieser Schnapper ist so unnütz. Ja, ja. Ich bin schon wieder dicken Inchi-Fight. Dankeschön. Den Inchi habe ich mir geholt, bevor der Schnapper ihn kriegen konnte. Geschafft. Jetzt müsste, glaube ich, wieder so eine Spezialrunde kommen, wo wir irgendeine Aufgabe kriegen oder so. Oh, wir dürfen keinen Schaden nehmen. Mit dem Schnapper. Das verkacken die doch hier wieder. Ich was. So, leg das jetzt so. Weil dein Internet gerade für den Arsch ist, du leckst auch am TS über rum. User in your channel timed out. Und da ist er weg, der Junge. User entered your channel. Hey ho.
Alter, warum rappen die Katzen in unserem Gartenraum? Komm schon. Alter, was geht hier im Garten ab, ey? Ich wurde geraped. So, jetzt gehen wir dann in Runde 10. Yeti? Yeti? Super Yeti. Super Yeti Welle. Jetzt haben wir dann gleich wieder ein Problem mit 700 Yetis. Alter, wie viele Yetis erben denn jetzt noch so blöde Eiszapfen nach mir? Oh, 4, 3, 2 tot. Geilon. Ah. Selbstwiederbelebung. Können wir irgendjemand bitte diese blöden Sacksoms hier wegholen? Alter, was ist jetzt auf einmal los mit der Welle hier? Ja, okay, die anderen haben 9 und 4 Kills und ich habe einfach 95. Ich spiele also quasi gerade alleine eine Super-Jedi-Runde. Vor allem greifen mich die ganze mehrere von diesen Drecks-Yetis auf einmal an. Alter, von allen Richtungen diese scheiß Eiszapfen und ich bin einfach der letzte Überlebende. Natürlich, er friert mich in der Luft fest.
Warum muss jetzt in Welle 10 noch so ein Dreck passieren? Alleine gegen 4 Yetis. Kann doch nicht sein. Alleine. Ja, ich bin alleine. Die anderen sind alle verreckt. Die haben 0 und 4 Kills, Digga. Und einer hat geleftet mit 11 Kills. Und ansonsten bin ich alleine gegen 4 Yetis. Das ist bitter. In der Super-Yeti-Runde halt einfach. Alleine gelassen. Vor allem hast du das Problem, du kannst doch nie schnell flüchten, weil die dich immer instant festfrieren, sobald du quasi abhauen willst. Vor allem halten die Dreckskerle so viel aus. Oh, 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 oh. 29. Oh, da hinten steht ja ein Sniper-Yeti. Okay, knapp überlebt. Zack, von oben nehme ich den hier jetzt ran. Zack, zack, zack. Noch 37, wieder in Deckung gehen. Das ist hier so ein ewiges Deckungsspiel. Jetzt habe ich noch eine Sonnenblume dazu bekommen, die Lobby gejoint ist. Gucken, was die reißt. Ja, ich hab den ersten Drecksjedi gekillt. Nein, jetzt spawnen wieder neue. Einer down, wir spawnen einfach den nächsten, oder was? Ist ja super, Jedi, da kann man sowas bringen, ne? Ja. Zumindest habe ich jetzt eine Sonnenblume da, die mich heilt. Die Sonnenblume ist down. What the heck? Was passiert hier? Alter, auf einmal sind hier 10 Helden oder so. Also jetzt den Garten noch zu treffen wird richtig hart, weil hier rennen immer noch Jedis rum und... Alter, ich glaube, unser Garten wird einfach zerstört. So habe ich auch schon ewig lang nicht mehr verloren. So, komm schon, ich glaube, ich habe den Garten wieder sauber gemacht, ja. Der Garten ist wieder sauber, Zombie-Helden, alle möglichen getötet. So, jetzt kommt natürlich hier der nächste Zombie-Held. Und natürlich gleich der nächste Zombie-Held. Mit Yeti im Schlepptau. Okay, ich muss wieder auf mein Dach nach oben. Oh fuck. Ich darf jetzt nicht sterben. Ich habe keine Selbstwiederbelebung mehr. So, jetzt hat der Garten rotes Leben. Ja, den nächsten getötet. Da hinten ist der letzte. Sag bloß, wir haben es geschafft. Bäm! Super Bosswelle abgeschlossen. Bonusgarten verteidigt. Boah, waren das nochmal Fettgeld, was ich jetzt hier auch einkassiert habe? Oh oh, hinter mir. Wo ist denn die scheiß Landezone? Ich glaube, laufe ich richtig? Ah, die sind ja mit... Was? Hä, die Landezone ist auf einmal ein Garten? Warum ist die Landezone jetzt ein Garten? Hier steht, verteidige den Garten. Spieler in der Landezone verteidige... Hä? Wir haben ja auf einmal einen Garten statt einer Landezone.
Okay, noch einen schönen Anzeigebug zum Schluss, oder was? Ich hoffe mal, weil hier steht 0 Spieler in der Landezone. Aber eigentlich sind wir in der Landezone, außer die Landezone ist da, wo jetzt dieser Grabstein steht, wo sie normalerweise ist. Aber da scheint es auch nicht zu sein, weil da steht ein Grabstein. Und da, wo Landezone steht, da ist ein Garten. I don't know, man. Spieler in der Landezone, einer. Wo ist der letzte Spieler? Einer von uns ist angeblich in der Landezone. Ich sehe leider nicht, wo die Sonnenblume ist, damit ich... Ach, da unten ist die Die Landezone war... Da unter der Brücke? Okay, das war mal richtig miese Anzeige. Naja, wir haben auf jeden Fall bis Welle 10 gespielt. Knapp 7000 Münzen gemacht. War eine ganz gute Runde, sage ich jetzt einmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hoffentlich wieder mit Markus dabei. 117 Kills. Natürlich gibt es zur Belohnung hier nochmal ein schönes, unglaubliches Glitzerpäckchen für diese geile Runde. Aber es war schon echt hart mit diesen Jedis. Und wir sehen uns das nächste Mal. Servus und ciao.